Board-Meeting können wir auf nächsten Donnerstag verschieben. Und die Sitzung mit den Leuten von der Stadt machen wir danach. Was war heute Mittag noch? Besprechung mit Mr. Corman. Er möchte Sie gern zum Mittagessen treffen, um 1.30 Uhr. Und Ihr Sohn hat angerufen. Er kann heute Abend leider nicht kommen. Oh. Auf ins Gefecht! Wir sind ein Familienunternehmen. Und von daher fällt es mir nicht leicht, die Firma zu verkaufen. Ich verstehe Sie, Mr. Wilber. Die Frage ist nur, wie lange können Sie ohne frisches Geld noch überleben? Ich verlange ein faires Angebot und Arbeitsplatzgarantien für meine Angestellten. Wir können keine Arbeitsplätze garantieren. Das wissen Sie. Unser Angebot steht bei 2,80 Dollar pro Aktie. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist nicht mal die Hälfte des Börsenkurses. Die Aktie ist überbewertet. Das hat sich Gott sei Dank noch nicht herumgesprochen. Aber wir beide wissen das. Was passiert, wenn ich auf Ihr Angebot nicht eingehe? Corman hält 24% der Aktien Ihrer Gesellschaft. Eine Minderheitsbeteiligung ist für uns nicht weiter von Interesse. Wir müssten die Aktien abstoßen. Mit der Folge, dass unser Kurs ins Bodenlose fällt. Das wäre dann das endgültige Aus. Wir haben Ihnen eine faire Alternative geboten. Unser Angebot steht bis Freitag nächster Woche, 20 Uhr Ostküstenzeit. Liebe Marlen, ich hoffe, dass dich der Brief überhaupt erreicht. Weil mit der Adresse war ich mir nicht sicher. Ich wollte mich einmal wieder melden, weil wir so lange nichts voneinander gehört haben. Glauben Sie, er geht auf unser Angebot ein? In ein paar Wochen ist er pleite, das weiß er. Das ist seine letzte Chance, noch mit etwas Gewinn aus der Sache herauszukommen. Mhm. Also letztlich tun wir ihm einen Gefallen. Ja, Dankeschön. Trotzdem habe ich ihm ein schlechtes Gefühl, die Notlagen anderer auszunutzen. Mhm. Legen Sie das auf meinen Schreibtisch, bitte. Natürlich. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist nicht alles so wie früher. Der Sommer war sehr heiß. Deinem Vater geht es nicht so gut. Er wird halt auch nicht jünger. Ganz liebe Grüße, Therese. Wie ich hörte, ist das Verkaufsgespräch mit Wilber für uns sehr gut gelaufen. Und für die Elektroniksparte von Wilber hätte ich hier bereits einen Interessenten. Hier. Sie sollten mit ihnen schon mal Kontakt aufnehmen, ohne die Katze aus dem Sack zu lassen. Herr Marin, an was denken Sie? Ach, Entschuldigung, ich... Ach, nichts. Ach doch, irgendetwas ist doch. Ich habe heute eine Nachricht bekommen aus Deutschland. Meinem Vater geht es nicht besonders gut. Ach, warum fahren Sie nicht drüber und sehen nach ihm? Ich muss mich doch um die Wilber-Übernahme kümmern. Ach, das kriegen Sie schon hin. Nehmen Sie sich ein paar Tage frei und schauen Sie nach Ihrem Vater. Ich will Sie hier jedenfalls nicht mehr sehen. Bitte. Danke. Um die Sache werde ich mich aber trotzdem kümmern. Jetzt arbeiten wir schon so lange zusammen und ich weiß eigentlich gar nichts über Ihre Familie. Ist Ihr Vater auch Anwalt? Nein, mein Vater ist Bauer. Ah. Da. So, das wäre dann Ihr Auto. Dankeschön. Hier, die Schlüssel, Papiere. Jawohl. Und dann kriege ich hier rechts unten noch eine Unterschrift. Bitte.
ist denn da? Ja, wer seid ihr denn? Ich komme her. Oh, wie bist denn du? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Das ist schon okay. Es kommen öfters Leute vorbei, um nach den Tieren zu schauen. Ich habe gedacht, das ist ein Bauernhof mit Kühen und Milchwirtschaft. Na na, schon lang nicht mehr. Die paar Kühe da drin, die sind eigentlich bloß zum Eigenbedarf. Ansonsten ist es vor allem ein Gnadenhof. Wollen Sie sagen, Sie kümmern sich um verstoßene Tiere? Ja, genau. Wenn die Besitzer nichts mehr mit den Tieren zu tun haben wollen, dann nehmen wir sie auf. Entweder werden sie gebracht oder wir holen sie ab und kümmern uns drum. Und wer zahlt das alles? Mei, wir versuchen uns ein bisschen mit Spenden über Wasser zu halten. Aber das reicht hinten und vorne nicht. Der Esel da, das ist der Ritchie. Der war das erste Tier hier am Hof, sozusagen der Hausherr. Vielleicht haben sie ja Lust und übernehmen eine Patenschaft. Ja, oder sie nehmen sich irgendein Tier mit. Sind ja genug da. Und wenn sie mal eine Tierärztin brauchen. Meine Praxis ist im Ort unten. Also, ich muss wieder los. Was ist denn da los? Lassen Sie die Perlung. Na komm. Komm hier. Ja, was? Jetzt komm. Keinen Fall. Ich werde mich nicht mit dir treffen. Nein, nichts will ich davon wissen. Gar nichts. Ja, ich weiß. Das höre ich nur schon seit Jahren. Da sagst du mir nichts Neues. Geld regiert die Welt, hä? Ja, du mich auch. War das wieder er? Ja. Jetzt reg dich doch nicht immer so auf, das bringt doch nichts. Bin gleich wieder zurück. Ich muss bloß noch mal schnell in die Praxis. Bist du nicht der Gerhard? Groß bist worden. Kennst mich noch? Grüß Gott. Sind Sie der Wirt? Ja, was kann ich für Sie tun? Hätten Sie ein Zimmer für mich frei? Ja, für wie lang? Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall erst einmal für eine Nacht. Mhm.
Ja, gib Ihnen das Fünfer gleich im ersten Stock. Der Schlüssel kommt sofort. Ja? Danke, ich hol mein Gepäck. Mhm. Maren! Hab ich vorher doch recht gesehen. Du warst es. Harris, warum hast du nichts gesagt? Du warst doch gleich wieder weg. Soll ich dir vielleicht noch hatschen in meinem Alltag? Komm her. Oh, schön, dass du gekommen bist. Danke für den Brief. Aber mit deinem Vater hast du noch nicht geredet. Du weißt, so einfach ist es nicht für mich. Ich hab gedacht, ich warte bis morgen. Ich muss auch erst einmal irgendwie ankommen. Wie geht's ihm denn? Schert daherreden tut er wie immer. Aber es geht ihm schlechter, wie er tut. Die kenne ich. Über 20 Jahre ist es her, dass du weg bist. 24 genau. Das ist doch die Tochter von Maximilian. Da bin ich ganz sicher. Die habe ich ja schon 100 Jahre da nicht mehr gesehen. Vielleicht schaut's, ob es was zum Erben gibt. Zum Erben? Er hätte schon ein wenig früher abstehen müssen. Zum Erben gibt's jetzt bloß noch Schulden. Das kann nicht mehr lang dauern. Und da ist ihr Hof da endgültig am Ende. Sag einmal, Teres, warum haben wir eigentlich keine Kühe mehr? Damit wir einen Platz haben für das andere Viechzeug. Und wer zahlt das alles? Setzen wir uns dahin. Das fragst deinem Vater am besten selber. Ja, jetzt geh halt was her. Was hast du denn da dabei? Ja, die hat ja halt, weißt du, dass man nachgenommen hat, noch nichts gehabt. So, da geh her. So, schau, das ist die Maren. Weißt, wir sind jetzt sowas wie eine Arche Noah geworden. Du liebe Zeit. Und eingerissen ist das alles mit der Tierärztin. Zuerst hat's den Esel vom Schlachter weggeholt. Und in der Zwischenzeit haben wir alles Viechzeug beieinander, das es auf Gottes Erdboden gibt. So, bitteschön, da war der Schlüssel. Dankeschön. Grüß dich, Teres. Grüß dich. Und, wollt was trinken? Bring mir ein kleines Bier. Kleines Bier und Sie bitte. Und mir auch ein Wein, bitteschön. Weiß oder rot? Weiß, gerne. Und die Speisekarte, bitte. Gerne. Ich liebe Tiere. Aber das Ganze wird mir schon langsam ein bisschen zu viel. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und die fünf Viecher, die machen eine höllische Arbeit. Dauernd musst hinter ihnen her sein und aufpassen. Sogar in der Nacht. Manchmal fühle ich mich so müde und der Schlang, dass ich kaum mehr stehen kann. Und was ist mit dem Gerhard? Ich hab gesehen, dass er immer noch da ist. Ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Wie ich weggegangen bin, glaube ich, war er so 15. Aber reden tut er immer noch nichts. Ja. Hat wirklich nichts. Guten Morgen, Marin. Ma. Ihr seid doch so gut und bringt mir das Kissen rauf. Ma. Da bist du ja. Du weißt, dass ich da bin? Sprich dich halt schnell rum bei uns. Im Wirtshaus hab's dich gesehen. Wir wollen jetzt nicht sentimental werden. Waren wir all die Jahre auch nicht. Wie geht's dir? Danke. Darf man jetzt nicht einmal mehr husten? Gut geht's mir. Mir geht's gut. Außerdem. Was interessiert dich? Was meinst du, warum ich gekommen bin? Wegen der Lamas oder der Ziegen oder was? Ach, sind die dir auch schon aufgefallen? Ja, hier hat sich einiges verändert. Ja, stell dir vor, kaum bist du 24 Jahre weg, schon hat sich hier einiges verändert. Aber Herrschaftszeiten, jetzt wart doch einmal. Ich hab keine Zeit, hab zum Tun. Warum bist du gekommen? Warum jetzt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Um mich oder um dein Erbe? Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst mir auch nicht vergeben. Danke.
Verzichte. Lass mich einfach in Ruhe. Du, Gerhard, hol nur ein paar Gläser aus der Waschküche. Willst du wieder zwei fallen lassen, gibt's Ärger. Servus, Gerhard. Da hast du dein Kissen. Ja, danke schön. Hey, was kochst du denn ein? Brombeermarmelade. Die habe ich vermisst. Maren, das tut man nicht. Ja, und danach machen wir dann noch eine Zwetschgenmarmelade. Ja, das sag einmal. Du brennst doch nicht immer noch Schnaps. Aber das glaubst, dass ich noch einen Schnaps brenne. Und sag du mir nicht, dass das verboten ist. Du hast kein Brennrecht, also ist es verboten. Verboten? Das sagt die Richtige. Ich bin jedenfalls nicht bei Rot über die Ampel. Das ist über 30 Jahre her. Aber verboten war es trotzdem. Bleibst zum Essen? Nein, besser nicht. Außerdem, ich habe nur was vor. Maren, warte mal. Was bist du für eine? Die habe ich für dich aufgehoben. Das ist ja die Uhr von der Mama. An der Stelle, wo deine Mama abgestürzt ist, habe ich sie gefunden, wie ich damals das Gedenkkreuz für sie dort aufgestellt habe. Danke. Ja, sag mal, wo gehört sie hier hin? Sind sie da rausgelaufen, hä? Ja, komm doch mal her, du. Was bist denn du für ein ja, Wahnsinn? Oh, hier, hier. Komm her. Du kommst auch noch da rein. Hoppala. Oh. Ohlala. Ohlala. Ja, was machst du denn? Schau mal. So, jetzt.
Grüß Gott. Grüß Gott. Lassen Sie sich nicht stören. Das alte Brot schmeckt Ihnen. Gehört das hier Ihnen? Ja, der Familie meiner Mutter, schon seit Generationen. Jetzt scheint er aber langsam zu verfallen. Ja, leider. Möchten Sie Bier? Bitte? Ein Schnapsal, meine ich. Ja, danke. Sehr gerne. So. Sie sind nicht von hier? Nein, ich wohne in der Stadt. Hierher komme ich nur, wenn ich genug altes Brot gesammelt habe. Es schmeckt Ihnen. Wohl sein. Zum Wohl. Oft werde ich wohl nicht mehr herkommen können. Ich habe mich in einem Altenheim in Hamburg angemeldet. Wieso denn das? Sie sind doch noch ganz fit. Ich wohne im vierten Stock, ohne Aufzug. Da überlegt man sich schon jedes Einkaufen gehen, zweimal. Kennst du die? Ja, mei. Ja. Das ist mein alter Bademantel. Der Teddybär. Das ist also Ihr Zimmer. Ja, die Therese hat alles so gelassen, wie es war. Sie hätten es mir vielleicht schon sagen können, dass Sie seine Tochter sind. Tut mir leid. Ich bin die Marien Bertram. Ich bin seine Tochter. Eva Klausner. Bleiben's länger? Nein, nur ein paar Tage. Was machst du denn für Kunststücke? Sag mal! Ja, schon gut. Komm, Baby, komm hoch. Pass auf. So, jetzt. Ach, geh. Wolltest du vielleicht das Junge da oben retten? Ja, wieso? Ja, komm. Weil Katzen für gewöhnlich klettern können. Und die wollt vielleicht gerade mal üben. Sehe vielleicht so aus, als ob ich nicht mehr auf eine Leiter steigen könnt. Hä? Ehrlich gesagt schon. Das ist ja lachhaft, lass los. Dann siehst es. Hilf mir ins Haus. Marin. Hilf mir einmal. Maren, komm. Und nimmst dein altes Zimmer wieder. Ich glaube nicht, dass ich hier willkommen bin. Maren, du tust hier auf dem Hof übernachten. So stur wie er da bist du doch schon lang. Ich bin überhaupt nicht stur. Wie du damals unbedingt ins Ferienlager hast wollen und deswegen 3 Tage nicht mehr von deinem Baumhaus runterkommen bist. Also gut, ich überlege mir das mit dem Zimmer. Hallo? Was? Du bist das? Woher hast du denn meine Nummer? So. Sieht sehr schön aus. Danke. Wie viel macht's? 3 Euro, bitte. 3 Euro. Danke. Entschuldige. Was? Dass ich ein bisschen grau geworden bin. Denkt da nichts. Wir werden alle nicht jünger. Ich hab's gar nicht glauben können, als ich gehört habe, dass du wieder daheim bist. Nein, ich bin nicht wieder daheim. Ich wollte einfach mal nach meinem Vater sehen. Ach so, schade. Wie geht's ihm denn überhaupt? Man hört ja nicht das Beste. Was hört man denn? Alt ist er alt worden. Er wird immer seltsamer. Den Hof hat er nicht mehr im Griff. Es ist der reinste Zirkus. Seht ihr euch manchmal? Ja, eher selten. Ja, du hast dem Hof eine Art Gnadenhof gemacht.
Ja, das habe ich auch gehört. Und die Landwirtschaft hat er total aufgegeben. Von was lebt er denn? Er hat nach und nach die Wälder verkauft und Schulden hat er halt, sagt man so. Schulden? Ja. Wo? Bei der Bank? Wem schuldet er was? Jetzt habe ich dich so lange Zeit nicht gesehen. Da will ich nicht die ganze Zeit über deinen Vater reden. Jetzt komm. Ich habe einen riesen Hunger. Ich auch. Immer noch genauso schön und charmant wie damals. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Sicher wahnsinnig erfolgreich. Und wahrscheinlich sogar glücklich verheiratet. Verheiratet? Das war ich mal. Geschieden? Ja. Aber einen Sohn habe ich. Der studiert Kunstgeschichte. Kunstgeschichte? Ja. Interessant. Danke. Bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Dankeschön. Vielleicht ein Aperitif? Ja, aber gerne. Marin? Vielleicht ein Glas Champagner wie in alten Zeiten? Aber gerne. Gerne. Die Rose darf ich ins Wasser geben. Danke. Danke. Ich habe eine Tochter. Sophie. Und geschieden bin ich auch. Vielleicht hätte man einfach beieinander bleiben sollen. Damals. Ja, das gibt's doch nicht. Erinnerst dich? Und wie ich mich erinnere, mei, das war schön was. Vielleicht war das damals nicht ganz fair von mir. Immerhin hast du mich angerufen und mir gesagt, dass du mich verlassen willst. Heutzutage würdest du mir wahrscheinlich nur eine SMS schicken. Danke. Dankeschön. Es ist aus. Liebe Grüße, Maren Pfirti. Ich konnte damals nicht bleiben, nachdem was in meiner Familie passiert war. Und du wolltest auf keinen Fall weg. Ja, weil mir mein Vater genau zu dem Zeitpunkt die Firma übergeben hat. Und mich hat meiner rausgeschmissen. Haben sich wohl nicht abgesprochen, die alten Herren, was? Ja. Ist es jetzt ein Zufall, dass wir beide allein sind? Allein habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, geschieden. Stimmt. Und wie heißt der Glückliche? Keine Ahnung. Es gibt keinen. Na denn, Prost. Was ist damals eigentlich genau passiert auf dem Berg? Das weiß nur mein Vater. Tja, vielleicht hat es irgendwie so kommen müssen. So wie er deine Mutter behandelt hat. Die Mama hat nie Bäuerin werden wollen. Sie wollte in die Stadt und studieren, aber das haben die Eltern nicht erlaubt. Und dann hat er eingeheiratet. Ist Bauer geworden mit Haut und Haar. Und sie hat sich ihm beugen müssen. Und warum hat er sie nicht einfach gehen lassen? Der Papa hat die Mama auf seine Art geliebt. Also vielen Dank für den schönen Abend. Wie wäre es? Hast du keine Lust, dir meine Briefmarkensammlung anzuschauen? Die kenne ich doch schon in- und auswendig. Du änderst dich nie. Ja, aber ein Versuch war's wert, oder? Ich muss jetzt gehen, sonst wird's mir hier zu gefährlich. Gute Nacht. Ich rufe dich an. Du, wie lang bleibt eigentlich deine Tochter? Das weiß ich nicht. Aber es wäre doch recht interessant, was vorhat. Was soll das heißen? Eine New Yorker Investmentbankerin bei uns auf dem Land. Taucht plötzlich nach 25 Jahren auf. Die hat doch was vor. Umsonst ist die nicht da. Halt dich da raus. Deine Tochter geht dich nichts an. Du hast es, oder? Du hast ja geschrieben. Ja. Misch dich nicht in Dinge ein, die wo dich nix angehen. Schon recht. Bald bist mich eh los. Dann misch ich mich auch nicht mehr ein. Was soll denn das heißen? Das erfasst schon rechtzeitig. Schlaf gut. Du? Du bist doch die kleine Bertram, die Marin. Ha, und du der Meitner, Franz. Lang ist her. Na ja, bist schon wieder am Abreisen, ne? Na, ich fahr zum Papa heim, auf den Hof. Aha, grüßen schön. Den alten Verbrecher. Mach ich. Das war eh gescheiter.
Er hätte das ganze Klump verkaufen. Dann hätte er wenigstens sein Geld auf seine alten Tag. Und kannst du mir erzählen? Da wären noch ein paar Zimmer frei für ihn. Also, servus. Servus. Entschuldigung, aber ich glaube, wir kennen uns. Ha, der Peter Hudek, das gibt's ja nicht. Maren, bist du auf Besuch da? Nur für ein paar Tage. Was machst du nicht mehr? Immer noch bei der Bank. Jetzt bin ich kein Lehrbuhr mehr, jetzt leite ich die Filiale. Gratuliere. Kommst du mal auf einen Kaffee vorbei? Ich wollte sowieso in die Bank. Hast du morgen Vormittag Zeit? Komm einfach vorbei. Du, jetzt muss ich los. Danke. Fertig. Fertig. Hallo? Keres? Oh. Grüß Gott. Grüß Gott. Obstler. Obstler? Den muss ich leider mitnehmen. Schauen Sie, diese arme alte Frau, und sie brennt ja nur ein paar Flaschen im Jahr. Das müssen Sie doch verstehen. Marin! Tut mir leid, Berti, aber mehr kann er da heute nicht geben. Und die neue Abfüllung, die dauert noch bis in die Nacht. Schade. Kannst ja wiederkommen. Weißt ja, was du mich findest. Gut, dann lernst du gleich die neue Kollegin kennen. Servus. Wiederschauen. Wiederschauen. Marin, kommst heim? Therese. Ist was? Ach. Suchst du was? Hallo, Papa. Ich hab gedacht, solange ich da bin, bleibe ich hier, falls du nichts dagegen hast. Bist ja eh schon eingezogen. Normalerweise fragt man vorher. Ich hab befürchtet, dass du Nein sagst. Was willst du hier? Bist gekommen, weil du von deinem Erbe noch was retten willst? Vertu dich nicht. Da ist nimmer viel zu holen. Papa, ich bin gekommen, weil ich mir Sorgen mache und weil wir uns so lange nicht gesehen haben und weil ich hoffe, dass wir uns wieder vertragen. Ich höre mit der Heuchelei auf. Was nach dir gegangen wäre, hätte ich die letzten 24 Jahre im Gefängnis verbracht. Papa, so geht es nicht. Du musst auch irgendwann aus deiner Ecke raus. Von mir aus kannst du schlafen. Teres, Teres. Au! Irgendwann verhaften sich doch noch einmal. Dann mach ich auf Haft und Fake. Was willst du als Grund angeben? Vielleicht dein Alter oder was? Nein. Klaustrophobie. Ach, deswegen bist du mir nie aufs Baumhaus gefolgt. Bin da nicht schwindelfrei. Magst du probieren? Ja, hast du ein Stempel? Da hinten. Am besten, du bestichst die Polizei auch weiterhin. Sag mal, spinnst du? Der zahlt wie jeder andere. Sag mal, was ist denn das? Mahnschreiben? Ja, das ist ja von letzter Woche. Ja, sag mal, zahlt der keine Rechnungen mehr? Ich glaub nicht. Ja, wie stellt er sich denn das vor? Irgendwann ist er bankrott. Geld regiert die Welt, hä? Gehörst du heute in ein scheiß Amerika? Papa, wir müssen darüber reden. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst.
misch dich einfach nicht in Dinge, die dich nichts angehen. Natürlich geht mich das was an. Ich bin hier aufgewachsen, das ist meine... Jetzt sag bloß nicht zu Hause. Du bist ein bisschen lang weg gewesen. Gib mir den Eimer. Es ist mein Elternhaus. Es war das Haus meiner Mutter, besser gesagt, der Familie meiner Mutter. Und du hast hier bloß eingeheiratet, vergiss es nicht. Du kannst nicht einfach sagen, mir ist alles egal. Es ist halt so gekommen, wie es ist den anderen. Ich mach keine Hektik mehr. Ich lass die Dinge auf mich zukommen. Oder soll man die zum Schlachter bringen? Oder soll man die hier einschläfern lassen? Aber du kannst doch nicht ständig neue Tiere aufnehmen. Irgendwann ist kein Geld mehr da, dann bricht alles zusammen. Ja, na wenn schon. Zeit? Ja, warum? Und dann zeige ich Ihnen was. Zeigen Sie mal die Stiefel. Hallo Jane! Was will er? Er will einen Aufschub. Nur ein paar Tage, mehr verlangt er nicht. Nur etwas mehr Zeit. Sagen Sie ihm, dass wir ihm keinen weiteren Aufschub mehr gewähren. Verstehe. Machen Sie ihm das klar. Wann können wir Sie zurückerwarten? Naja, ein paar Tage wird schon noch dauern. Ja, okay. Gut, ciao. Mr. Wilbur, der Aufschub konnte Ihnen nicht gewährt werden. Es tut mir leid. Auf geht's! Sie mir nicht endlich sagen, wohin wir fahren? Wir sind eh gleich da. Wie lange arbeiten Sie schon auf dem Hof? Ich meine, wie lange bringen Sie schon Tiere dorthin? Seit ungefähr 12 Jahren. Wie stehen Sie eigentlich zu meinem Vater? Ich kümmere mich um die Tiere und wir spielen ab und zu Schach. Das war's. Oder wollten Sie jetzt pikantere Dinge hören? Die Wahrheit hätte mir schon reichen. Klausner, grüß Sie. Servus, das ist der Herr Hegner. Die Frau Bertram, die Tochter von Maximilian Bertram. Okay. Grüß Gott. Da drin. So, das ist die Margit. Die lahmt. Und das wäre da nichts mehr. Und die ist da, das ist der Herr Jenerwein. Der ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Das kann man gerade nicht sagen. Der geht schon auf die 30 Jahre zu. Und warum wollen Sie die Tiere weggeben? Ich muss. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und warum können die Tiere nicht hier bleiben? Ja, ich kann die Viecher nicht mehr brauchen. Die fressen ja mit der Zeit die Haare vom Kopf. Heißt das, wenn wir sie nicht nehmen, dann. Ja, dann muss es zu der Wurstfabrik geben. Sonst nimmt es ja keiner mehr. Ich wollte es jetzt nicht allein bestimmen. Und Sie haben ja zu Recht auf die Kosten hingewiesen.
Das ist jetzt praktisch Ihre Entscheidung. Das ist ziemlich unfair, was Sie hier machen. Na gut, dann nehmen wir es halt mit. Auf die zwei kommt es auch nicht mehr an. Gut, den Esel nehmen wir gleich mit und das Pferd hole ich später. Ja, mir soll es recht sein. Also komm her. Ja, hier rein. Oh, schön. Oh. Fühlt man sich, nachdem man zwei arme Seelen gerettet hat? Schon okay. Aber das löst nicht unsere Probleme. Warum spricht man 25 Jahre nicht mit seinem Vater? Hat es Ihnen nicht erzählt? Na, deswegen frage ich. Er hat überhaupt noch nie von Ihnen gesprochen. Gerhard, hilfst du mir mal den Esel ausladen? Servus, Gerhard. So wieder neues Viech. So wird es nie was mit meinem Lohn. Was? Mein Vater schuldet Ihnen Ihren Lohn? Kein Problem. Und, was machen Sie da? Ich kümmere mich um meinen Vater. Ein echter Kotzbrocken. Aber ich mag ihn. Und, was machen Sie hier, wenn Sie kein Geld kriegen? Weiß ich auch nicht. Servus, Maximilian. Wir haben nichts zum Bereden. Früher oder später wirst du mit mir reden müssen. Du kannst mich auf dem Friedhof besuchen. Ist eh nicht mehr lang hin. Du kommst mir nicht auf den Hof. Nicht, solange ich lebe. Ich hoffe, du lebst noch lang. Aber ich befürchte nimmer auf deinem Hof. Servus, grüß dich. Das ist meine neue Kollegin, die Simone. Die hat gerade frisch angefangen. Also, es ist ja so, dass gegen dich quasi eine Anzeige vorliegt wegen Schwarzbrennerei. Nein, nein, das gibt es ja nicht. Wer behauptet denn sowas? Das ist vertraulich. Ich kann dir bloß so viel sagen, dass die Obstbrennerei Niederharting meint, dass du mit deinem Brand quasi einer ins Geschäft reinpfuscht. Was ist das? Ja, das tun wir jetzt einmal weg, weil jetzt machen wir eine Hausdurchsuchung. In der Anzeige steht, das Brenngerät wäre im Schuppen. Der kennt sich ja gut aus. Auf geht's, Therese. Schuppen. Bitte sehr, wir haben ja nichts zu verbergen. Ah, Marmelade. Selber gemacht. Immer schon, immer schon. Sie? Was ist denn das? Das ist zum Marmelade einkochen. Hätten wir auch selber drauf kommen können. Ja. Ja, dann haben wir das auch wieder. Dann würde ich mir jetzt gerne mal den Stall anschauen. Hätte dann wenigstens ausmachen können.
In der Scheune fand sich Gerätschaft zur Herstellung von Marmelade sowie ein Regal mit Marmeladegläser. Muss es nicht Marmeladengläser heißen? Meinst? Marmeladengläser. So, haben wir noch was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Dann packen wir's. Lassen Sie es Ihnen gut schmecken. Dankeschön. Und die ist für dich. Dankeschön. Servus. Wiedersehen. Ach, Teres, ich würde was dafür geben, wenn ich erfahren könnte, was in dieser Nacht damals wirklich passiert ist. Deine Mama ist an ihm zerbrochen. Er hat sie einfach nicht auslassen. Magst du ihn? Nein. Und an dem Tag damals, das hat was mit unserem Nachbar, dem Lauschner, dem gespinnerten Professor zum tun gehabt. Erinnerst du dich an den? Ja, natürlich erinnere ich mich an den. Der ist in der Nacht vor dem Tod deiner Mama gestorben. Was hat denn der Tod von meiner Mama mit dem Professor zu tun? Das weiß ich doch nicht. Glaubst, mit mir redet er mehr wie mit dir. Moment. Papa? Ja? Was ist damals wirklich passiert? Und was hatte unser Nachbar, der Professor, mit dem Tod von der Mama zu tun? Der Lauschner. Wer sagt denn, dass der was damit zu tun hatte? Also gut. Über die Vergangenheit willst du nicht reden. Dann reden wir über die Gegenwart. Und über den Hof und wie es finanziell ausschaut. Beschissen. Das weißt doch eh. Hast du Unterlagen? Ja. Jede Menge. Alles sauber nach Jahren sortiert. Wenn es dich glücklich macht, kannst du in alle reinschauen. Sag mal, wie hast denn du deine Steuer gemacht? Das nimmt doch kein Finanzamt an. Wieso Steuern? Die zahlst du auch nur, wenn du einen Gewinn machst. Hättest du vielleicht für mich ein paar leere Aktenordner. Und Trennblätter wären auch nicht schlecht. Was? Trennblätter? Ach, vergiss es doch. Hi, Maren. Wie geht's Ihnen? Hi, John. Naja, Familie. Da gibt es einiges aufzuarbeiten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wann können wir denn wieder mit Ihnen rechnen? Ich würde gerne noch etwas länger bleiben. Wäre das ein Problem? Ehrlich gesagt, ja. Wir sind eigentlich von 3 Tagen ausgegangen. Die Wilber-Übernahme ist eine Menge Arbeit. Ich mach's so schnell, wie ich kann. Gut, ich rechne mit Ihnen. Danke.
Papa hat sich eingesperrt. Er rührt sich nicht. Was? Er war nicht beim Frühstück. Er macht einfach nicht auf. Papa, mach auf. Das ist noch nie passiert. Er hat sich noch nie eingesperrt. Was tut er weh? Den Kopf. Ich meine, den Kopf an die Schlange. Wahrscheinlich an der Schnapsflaschen da. Was willst du hier? Wir haben geklopft und du hast nicht aufgemacht. Geh. Du hast hier nichts zum Suchen. Verschwinde. Dein Schnaps scheint ziemlich stark zu sein. Ich muss jetzt einmal weg. Wo musst du denn hin? Muss ich mir jetzt neuerdings abmelden? Ja. Ich muss nach München. Was machst du denn da? Das erzähl ich dir ein anderes Mal. Soll ich dich bringen? Na, danke schön, nicht. Nimm lieber den Bus. Es hat schon wieder jemand seine Viecher da abgeben. Nein. Nein, mir wird das alles viel zu viel. Wenn die Leute keine Tiere wollen, sollen sie sich keine anschaffen. Gerhard, schau mal nach den Hunderten dort. Ich glaube, die müssen mit dem Flascher gefüttert werden. Wenn du willst, dann mache ich das. Ja, warte mal. Um Gottes Willen, komm her. Ja, brav. Nein, nicht da drauf bieseln, komm. Na, jetzt ist genug. Also, jetzt kommt sie mit. Da, die haben auch Hunger. Grüß Gott. Sagen Sie, Gobstler brennen darf man hier wohl nicht. Nein, sind Sie die Therese? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen an. Ja. So, schauen Sie, so einfach geht das. Ja, gut. Vielen Dank. Wiedersehen. Gerne, wiedersehen. Servus, Peter. Grüß dich, guten Morgen. Erzähl, wie schaut's denn aus? Naja, dein Vater hat nur noch ein Konto bei uns, über das praktisch nichts mehr läuft. Der Rest geht über eine Bank in München. Ja,
Wie hat er denn bisher überlebt? Ich meine, er hat doch seit mindestens 10 Jahren keine Einkünfte aus der Landwirtschaft mehr. Der Wald ist teilweise verkauft, die meisten Grundstücke verpachtet und der Rest ist bis zur Dachkante belastet. Naja, der wird eh bald verkaufen müssen. Ach so? Woher weiß denn das? Ja, wissen tue ich gar nichts. Das sind, nein, Gerüchte. Vielleicht ist auch gar nichts dran. Na, na, der alte Sturschädel verkauft nicht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man die ganze Sache auf solide finanzielle Beine stellen könnte. Ja, und wie hast du das vorgestellt? Wir könnten Tagesgäste auf den Hof bitten. Ich bin sicher, dass die Menschen das mögen. Vor allem für Familien mit Kindern wäre das ideal. Danke. Ja, setz dich doch bitte. Dankeschön. Ich habe eine Aufstellung gemacht. Wir verlangen Eintritt. Und die Leute können spenden oder eine Patenschaft übernehmen. Außerdem könnten wir unsere hausgemachte Marmelade verkaufen und unseren Honig, vielleicht sogar unseren Schnaps. Und dann richten wir eine kleine Gastronomie ein, mit Biergarten und so. Meinst du, da kommen so viele Leute? Wir machen sowas Ähnliches wie ein Streichelzoo. Das muss man natürlich bewerben. Hm. Ob das so viel bringt? Außerdem, da musst du erstmal investieren. Na ja, ich brauche frisches Geld. Neue Kredite? Also ehrlich gesagt, wenn du nicht noch irgendwo Sicherheiten auftreibst, kannst du mir nicht vorstellen. Ja, Maren, was machst denn du da? Grüß dich. Hallo. Hallo, ich war gerade beim Hudig Peter. Ja, geschäftlich oder privat? Bist du nicht ein bisschen sehr neugierig? Na, besuchst du mich auch mal privat? Könnte sich ausgehen. Ich hätte da nämlich eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Was denn? Ja, wenn ich es dir jetzt sag, dann wär's ja keine Überraschung mehr. Du hast auch wieder recht. Siehst du. Ich hätte gern so ein halbes Bauernbrot und dann nehme ich noch 3 so Nussschnecken. Ja, sehr Kleiner. Hi, Maren. Wie geht's? Mr. Wilber, das ist eine Überraschung. Sind Sie eigens meinetwegen nach Deutschland gekommen? Ja. Ihre Sekretärin habe dann doch noch gesagt, wo ich sie finden kann. Heute Abend läuft ihr Übernahmeangebot aus. Ich weiß. Wenn ich 3 Tage Zeit hätte, dann könnte ich Ihnen einen Alternativvorschlag machen, bei dem mein Unternehmen erhalten bliebe. Mein Großvater hat die Firma gegründet. Und einen großen Teil meiner Mitarbeiter habe ich selbst eingestellt. Ich glaube, die wären sehr enttäuscht von mir, wenn ich es nicht schaffte, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten. Ich verstehe Sie. Andererseits, wer garantiert mir, dass Sie die Zeit nicht nutzen und an jemand anderen verkaufen? Niemand. Sie haben nur mein Wort. Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie wirklich. Aber was würden Sie auf das Wort eines Mannes geben, der mit dem Rücken zur Wand steht? Nichts. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Reden wir drüber, wie es hier weitergehen soll. Der Hof ist nämlich pleite, falls du es noch nicht weißt. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich hätte was ganz anderes zu bereden. Am Ende doch was Privates. Wieso sagst du mir nicht, dass ich einen Enkel habe? Wie bitte? Ich hab's dir geschrieben. Immer wieder habe ich dir von Michael geschrieben. Und wie du siehst, habe ich dir sogar ein Foto geschickt. Also beschuldige mich nicht, wenn du die Briefe nicht liest. Mit dem du hier bist. Du hättest es mir ja mal sagen können. Letzte Nacht habe ich die Briefe gelesen. Und das Foto von meinem Enkel, das du mir geschickt hast, ist auch schon über 10 Jahre her. Ich glaube, letzten Sommer war er da. Ja, das muss er gewesen sein. Ein Amerikaner, Michael.
Er hat 2 Wochen bei uns gearbeitet. Ja, er war im letzten Sommer für ein paar Wochen in Europa. Das war er. Ja, und? Ausgesprochen netter Bursch. Aber er hat mir nicht gesagt, dass ich sein Großvater bin. Und mir hat er nicht gesagt, dass er da war. Ah, wen haben wir denn da? Ein neuer Gast. Auwe! Und da ist ja noch einer. Ja. Ihr müsst euch stillhalten. Das darf die nicht wissen, Marin, dass ihr da seid. Hä? Dein Geflüster kannst du dir sparen. Wer glaubst du, hat die 2 Viecher hergebracht? Na du! Ja! Das ist der Jännerwein. Und das da drüben, die Dame, das ist die Margit. Ah, Margit. So. Hallo? Hi, John. Ja? Mr. Wilbur war hier. Ja. Er ist extra nach Deutschland gekommen. Ja, ich hab mit ihm gesprochen. Marin, es gibt da ein paar Leute, die hätten Sie gerne hier in New York. Was soll ich denen sagen? 2, 3 Tage noch? Es stehen wichtige Entscheidungen an. Es wäre äußerst ungeschickt, wenn Sie bis dahin nicht zurück sind. Verstehe. Ich meine das ernst. Okay. Sag mal, wann hat das Ganze eigentlich wirklich angefangen? Was? Na, das mit den Tieren. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Eines Tages war er halt da, der Richie. Ja, das war der erste, ich weiß. Wir haben ihn halt direkt vom Schlachter weg. Wir haben ihn einfach mitgenommen. Wir? Naja. Die Eva halt und ich. Ich bin froh, dass sie mir all die Jahre immer wieder geholfen hat. Sie ist halt sowas für mich wie... Naja, du warst ja nicht da. Erschafft. Sowas wie ein Familienersatz. Wie eine Tochter, die du rausgeschmissen hast. Willst du mir nicht helfen? Dankeschön. Also weiter. So. Was machen wir jetzt mit dem alten Hofgebäude? Das wird abgerissen. Und das Wohnhaus? Das bleibt auf jeden Fall stehen. Voilà. Verkauft der Alte jetzt freiwillig? Das ist mir ehrlich gesagt inzwischen wurscht, ob er es freiwillig macht. Das sieht sehr schön aus. Und es kann gar nicht groß genug sein. Darf ich? Ja, wieder. Ja, ich kann mich kaum losreißen. Am besten, Sie ziehen gleich bei uns ein. Ach, vermieten Sie Zimmer? Nein, leider nicht. Das war nur so dahergesagt. Schade, ich würde gern hier wohnen. Ich muss los. Wiederschauen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich bei den Tieren bin. Wenn Sie sich nützlich machen. Ja. Thank you.
sagst jetzt, ich habe eine original italienische Espresso-Maschine gekauft. Mag sein? Gern. Soll das vielleicht die Überraschung sein? Ja. Kaffee, daran wäre fast unsere Beziehung gescheitert. Also so schlecht. Servus, Christi. Fand ich meinen Cappuccino damals nicht. Ja, ja, das war Pulverkaffee mit geschlagener Kondensmilch aus der Dose. Dazu haben wir aber Cappuccino gesagt. Mit ein bisschen Kakao drauf und es war sehr, sehr gut. Ja, 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 ja. So, bitteschön. Danke. Klasse. Was kann ich für dich tun? Meinem Vater geht es ziemlich schlecht. Ich meine, finanziell. Das weiß ich. Ich denke, er wird den Hof verkaufen müssen. Das mit den Tieren, das rechnet sich doch nicht. Vielleicht ja doch. Man müsste investieren. Und das braucht Geld. Da wird der Vater keine Bank mehr finden, die ihm was gibt. Vermutlich. Bleibt nur, dass er einen Partner findet, der Geld mitbringt. Tut mir leid, Mann. Aber dafür bin ich nicht der Richtige. Willst du nicht wenigstens hören, was ich vorhabe? Was immer es ist, ich will was anderes. Was meinst du damit? Das ist noch nicht ganz ausgereift. Aber wenn es soweit ist, bist du die Erste, die es erfährt. Ja, was machst du denn da, hm? Hallo zusammen. Ist was? Wo warst du? Wieso willst du das wissen? Ich habe gehört, du warst beim Johannes. Stimmt das? Ja. Schau an. Und über was habt ihr geredet? Am Ende über unseren Hof? Ja, natürlich über den Hof. Und ob er vielleicht investieren möchte. Das kann er ja gut, der Johann. Du verhandelst mit dem Herrn Brugger über Investitionsmöglichkeiten? Gehört dir der Hof schon? Ich hab nicht verhandelt, ich hab mit ihm geredet. Herrgott, noch einmal! Ich versuch doch nur, dass wir aus der Finanzmisere rauskommen. Hab ich jetzt wieder alles falsch gemacht. Wir haben uns erkundigt, was du da in Amerika so treibst. Ja. Ihr kauft Firmen zum Spottpreis auf, zerschlagt sie und verteilt die Einzelteile. Und dabei verlieren die Mitarbeiter ihren Job. Das ist ein bisschen sehr simpel. Ihr seid keine Heuschrecken. Ihr seid Totengräber. Aber wenn du glaubst, du kannst es auch mit dem Hof von deinen Eltern machen, hast dich geschnitten. Verschwinde. Ich will dich hier nie wiedersehen. Hältst mich ja eh für einen Mörder. Papa, das habe ich nicht so gemeint. Hast du es damals gesagt oder nicht? Das war im Streit. Ich hab's nicht so gemeint. Das weißt du ganz genau. Außerdem, was war denn wirklich mit der Mama und mit dir? Ich will, dass du gehst. Nein, das wäre mein Rückflug nach New York, ja. Ist es die erste Maschine? Ja, dann nehme ich die. Danke. Wiederhören. Marin, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Jetzt red heute noch einmal mit ihm. Das hat doch keinen Sinn, das weißt du ganz genau. Johann, ich bin's. Bitte ruf mich an. Ich bin auf dem Weg zurück nach New York. Ja, ciao. Maren! Maren!
Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Da bin ich wieder. Hätten Sie noch einmal ein Zimmer für mich frei? Ja, für wie lang? Nur eine Nacht. Ich muss morgen zum Flughafen. Ach so, ja, kommen Sie. Freue mich aber, dass Sie wieder da sind. Danke. Mr. Wilber, hier ist Marine Bertram. Mit Ihrem Anruf habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ihre Frist läuft doch in 20 Minuten ab. Ich weiß. Ich habe es mir anders überlegt. Ich gebe Ihnen die 3 Tage Zeit, die Sie brauchen. Bin Ihnen aber sehr dankbar. Alles klar. Wiederhören. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum, aber heute Nacht muss er irgendwann das Haus verlassen haben. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin doch keine Hellseherin. Mir fehlt vielleicht was. Die Bergschuhe und meine Taschenlampe. Ihr Vater ist weg. Und die Blumen sind auch weg. Die Blumen hat er mitgenommen. Passiert. Abgestürzt bin ich halt. Was muss da mitten in der Nacht auf den Berg gehen? Seit wann liegst du denn da? Seit ungefähr 4:30 vielleicht. 4:30? Ja, wieso? Ich hab's gespürt, dass dir was passiert ist. Wo tut's denn weh? Glaubst du, dass was gebrochen ist? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall tut es saumäßig weh. Vielleicht hast du nur einen Knöchel verstaucht. Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Du könntest tot sein. Na und? Was wären schon dabei? Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. So. Ach, kein Empfang. Ja. Meinst du, kannst du aufstehen, wenn ich dich stütze? Ja, ich versuch's. Vorsichtig. Da nimm deinen Stock, schau. Ja. So, jetzt. So. Komm. Der Johann hat also alle deine Schulden aufkauft, mit dem Endziel, dass er irgendwann den Hof schnappt und dann eine Apartmentanlage draufbaut. Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Ja, ja. Da oben ist es passiert und da ist sie abgestürzt.
Papa, sag mal, was ist damals in der Nacht wirklich passiert? Wir haben fürchterlich gestritten. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nie wieder sehen will. Ich habe sie angeschrien. Sie soll abhauen! Und dann ist sie gegangen. Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, die kommt schon wieder. Erst in der Früh, als sie nicht zu finden war, habe ich geahnt, wo sie hin ist. Aber warum habt ihr euch so fürchterlich gestritten? Der Lauschner weiß schon, der Schöngeist war ein großer Verehrer von deiner Mutter und sie hat ihn toll gefunden, weil er so schön gemalt hat und so ein berühmter Kunstgeschichtsprofessor war. Auf jeden Fall hat er mir in seinen letzten Tagen, nachdem der Krebs ihn halb aufgefressen hat, gesagt, dass er ein Verhältnis mit deiner Mutter gehabt hat. In der Zeit, wo sie schwanger geworden ist. Willst du damit sagen, dass ich... Ich weiß es nicht. Ja, was hat mir die Mama gesagt? Ich weiß nicht, was wahr ist. Und ob du meine Tochter bist. Vielleicht hat die Mama ja die Wahrheit gesagt. Ich weiß es einfach nicht. War das der Grund, dass du mich damals aus dem Haus gejagt hast? Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Verstehst du das nicht? Doch. Das verstehe ich schon. Aber ich bin davon überzeugt, dass du mein Vater bist. So stur, wie du sein kannst. Meine Briefe hast du nicht gelesen, aber weggeschmissen hast du es auch nicht. Ach, ich schaue, wie da unten ein Netz krieg, damit du gerettet werden kannst. Ja. Du bleibst sitzen! Hätte schlimmer ausgehen können. Die haben es auch nicht gesagt, wann die rauskommen. Nein, haben es nicht, aber es wird schon ein bisschen dauern. Also, mach keine Dummheiten. Wie denn? Ich kenne dich. Bis bald. Servus, Mann. Das schon her. Ich habe gehört, was mit dem Maximilian passiert ist. Wie geht's ihm denn? Hast du Angst, dass er stirbt? Dann müsstest du nämlich in Zukunft mit mir verhandeln. Und das wird schwer, sehr schwer. Das garantiere ich dir. Ich wollte es dir ja sagen, das mit der Apartmentanlage. Zeit genügend hast gehabt. Ich habe halt gehofft, dass ich mich mit dem Maximilian noch einig. Es tut mir leid, Maren. Mir tut's auch leid. Servus, Gerhard. Hast du die Teres heute schon gesehen? Teres? Da liegt der Brief für meinen Papa. Mit der Teres ihre Schrift? Was machst du denn für einen Schmarrn? Du sollst doch im Bett bleiben. Liegen bleiben kann ich, wenn ich tot bin. Das Krankenhaus würde gerne deine Krankenversicherung erfahren. Was für eine Krankenversicherung? Bist nicht versichert, oder was? Da habe ich einen Brief für dich von der Teres. Oh, was machst du denn da? Warum reißt du mir denn ein Haar aus? Ich möchte wissen, ob wir zwei wirklich miteinander verwandt sind. Wie willst du das wissen? Hast du schon mal was von einem DNA-Test gehört? Ja. Schreib's denn die Teres? Dass ihr alles zu viel wird und sie den Hof verlassen hat. Und in das Altersheim zu den barmherzigen Schwestern gegangen ist. Was?
Ja, ich soll dich schön grüßen. Und um die Tiere soll ich mich allein kümmern. Ja, spinnt die denn, die alte Bissgurn? Grüß sie, kriegst doch am Maul. Ja, es ist also so, sie ist noch sehr aufgeregt, weil es halt der erste Tag ist. Und alles ist ungewohnt. Muss man mal schauen. Teres, wie geht's dir denn? Gut. Was machst du denn für Geschichten? Ja. Und wer kümmert sich dann um mich, wenn ich nicht mehr laufen kann? Dein Vater? Das sehen wir nachher schon. Auf jeden Fall war das Altersheim keine gute Idee. Aber ich kann doch nicht mehr so viel arbeiten. Dann tust halt weniger. Und die armen Viecherln da? Wir kümmern uns schon drum. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Kann doch keiner von euch mit den Kleinen da umgehen. Gerhard, ja. Bist du nett und bringst die Koffer nach oben, bitte. Kein Wasser. Ja, die Teres ist wieder da bei euch. Ja. Ach, Herr Groningen. Wieder da? Ja. Nächste Woche geht's ab ins Heim. Ich komme gerade von einem Altersheim. Das sieht nicht besonders einladend aus. Der Teres hat's auch nicht gefallen. Ach, das Seniorenheim, in das ich gehe, ist schon ganz in Ordnung. Aber die Tiere hier werden mir fehlen. Man sollte Seniorenheime in der Nähe von Tierparks bauen. Das ist kein schlechter Gedanke. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Dankeschön. Ja, das ist alles gut und schön, aber ich habe meine Pläne geändert. Es wird keine Apartmentanlage mehr geben. Ja, aber es tut mir leid, schicken Sie mir bitte die Rechnung. Vergesst Gott, ich rufe Sie an, wenn es was Neues gibt. Wieder schön. Grüß Gott. Das ist aber eine Überraschung. Ich habe gedacht, wir zwei seien fertig miteinander. Ich habe es mir anders überlegt. Ich vielleicht nicht. Doch, du weißt es nur noch nicht. Ach ja? Hier könnten wir den Anbau machen. Das ergibt weitere 18 Apartments. Im alten Gebäude bleibt die Küche und die Gemeinschaftsräume. Die Ställe müssen natürlich auch erhalten bleiben. Also noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben. Betreutes Wohnen für ältere Menschen mit Tieren, ja? Ja. Aha. Das Tier, dein Freund und Helfer im Alter. Ja, auch als Therapie. Die Tiere machen wahnsinnig viel Arbeit. Da könnte der eine oder andere mithelfen, wenn er Lust hat. Da hätten die alten Herrschaften eine neue Aufgabe. Tut mir leid, Maren, aber darüber habe ich noch nie was gehört. Ja, genau. Deshalb sage ich ja, es ist eine neue Idee. Aber neue Ideen haben den Nachteil, dass sie noch keiner ausprobiert hat. Deswegen weiß man auch nicht, ob es funktioniert. Genau. Das heißt, ich soll mein gutes Geld in eine Mischung aus Zoo und Altenheim investieren. Richtig? Richtig. Ah ja. Ja, ist ja wohl völlig wahnsinnig. Mit dem Verbrecher mache ich keine Geschäfte. Wird da wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Da brenne ich einen Hof nieder. Ach, Max, jetzt hör halt einmal auf, den starken Mann zu spielen. Das ist unsere einzige Chance. Ach so? Sind jetzt alle gegen mich? Natürlich, wie immer. Die ganze Welt. Ja, ist schon in Ordnung. Einen wehrlosen alten Mann kann man es ja machen. Pass auf, hau dir nicht den Kopf an. Und vergiss nicht, dass du nicht nur eine Tochter hast, sondern neuerdings auch einen Enkel.
arbeite nicht zu viel. Aber der Obstler brennt sich nicht von allein. Da hast recht. Und du, pass auf ihn auf, damit er keinen Unsinn macht. Das wird schwierig. Ja, ciao. Danke. Papa? Ja? Ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich meine Sachen in Amerika geordnet habe. Aber in 3 Wochen bin ich wieder da. Und dann bleibe ich vielleicht, wenn du brav bist. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.